Guten Tag und herzlich willkommen, ihr Freunde des artgerechten Lebens. Und natürlich darf es nicht fehlen, in diesen Tagen, wo alle über Coronavirus reden, dass auch ich noch meinen Senf dazugebe. Aber Achtung, ich habe lange gewartet deshalb, weil ich natürlich gehofft hatte, dass diejenigen, die schon eine stärkere mediale Verbreitung haben, dass diejenigen auch viel konkreter werden und letztendlich auch mit ein paar anderen Wahrheiten hervorkommen. Da das bisher nicht geschehen ist, habe ich gesagt, gut, dann mache ich das auch. Dann werde auch ich einen Beitrag zum großen Thema Coronavirus bringen. Und in einer Arztpraxis ist es sowieso gang und gäbe, dass man eine gewisse Hygiene einhält. Also diese ganzen Hygienestandards, die da jetzt propagiert werden, Hände waschen, Desinfektion, das ist etwas, was wir hier sowieso tun. Also wenn er mich fragt, ich persönlich habe hier auch in der Praxis jetzt nicht persönlich Angst für mich oder meine Mitarbeiter, dass wir hier uns, dass wir daran erkranken werden. Aber dass wir uns anstecken können, dieses Risiko, glaube ich, habt ihr alle verstanden, das kann man ja gar nicht mehr auf Null senken. Also vielleicht habe ich das Virus auch schon, vielleicht ist es letztendlich schon durch mit mir, keine Ahnung. Das Entscheidende, was bei den meisten Podcasts oder egal wie das über die sozialen Medien geht, was fehlt, sind konkrete Ideen, jetzt zu therapieren und auch für die Prophylaxe. Und natürlich habt ihr all die Diskussionen gehört, ja, das gibt doch jedes Jahr Grippeviren und vor 3 Jahren waren es 25.000 Tote alleine in Deutschland, die durch das Grippevirus, das normale Grippevirus zu Tode gekommen sind. Warum jetzt diese Hektik? Natürlich weiß auch keiner bei den sogenannten neuen Viren, obwohl wir auch Desinfektionsflaschen hatten, wo schon seit 2019 draufsteht, dass es Coronaviren gibt. Also so neu ist die Familie dieser Viren nicht. Insofern auch das vielleicht eine übertriebene Angst vor einer neuen Mutation. Aber hin wie her, das gab es ja schon immer in der Geschichte der Menschheit. Aber wer überlebt denn eine solche Infektion? Wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen Infektion und Erkrankung. Die Panik, die im Moment entsteht, ist die Infektion. Na gut, wer aber ein intaktes Immunsystem hat, der wird nicht krank. Und über die Erkrankungen, das ist doch das Entscheidende. Wie viele Menschen werden wirklich krank davon? Wie viele Menschen sterben wirklich daran? Und da geht es darum, dass natürlich besonders alte, kranke und geschwächte Menschen hier gefährdet sind. Und natürlich sind es nicht nur die Alten, was man am Anfang dachte. Es sind leider auch Menschen hier in Europa, in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, die auch im Jahr 2020 mit zum Teil so eklatanten Defiziten im Immunsystem rumlaufen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es auch für einen mit 30-Jährigen gefährlich werden kann, wenn zum Beispiel sein Immunsystem nicht fit ist. Und ich weiß, wovon ich rede, denn, ihr Lieben, seit 10 Jahren messe ich es bergtäglich. Und ich weiß also, was diese völlig neutralen wissenschaftlichen Laboruntersuchungen ergeben. Und wer misst denn sonst Vitamin C? Wir messen es. Ich kenne meinen Vitamin-C-Spiegel. Ich weiß auch, was ich dafür tun muss, damit der so gut ist. Ich nehme jeden Tag 4 Gramm Vitamin C ein, damit ich also mit diesem wichtigen Antioxidant, mit diesem wichtigen Vitamin, mit diesem lebenswichtigen Vitamin bestens versorgt bin. Und das ist Schulwissen, dass Vitamin C zum entsprechenden Immunsystem gehört. Also die Angst, dass man erkrankt, dass die Infektion auch wirklich zu einer gefährlichen Erkrankung wird. Diese Angst kann man auch den Menschen nehmen. Man muss nicht wie Gesundheitsminister Spahn sich hinstellen und sagen, wir müssen abwarten, es gibt keine Therapie. Erst wenn die Pharmaindustrie uns einen wunderbaren Impfstoff liefert für Milliarden, erst dann gibt es auch Hoffnung. Ja, dann kann man vielleicht die Neuentstehung oder dass man sich neu infiziert, kann man da mit einem Impfstoff dann vielleicht fürs nächste Jahr vorbereiten oder da Prävention betreiben. Aber für die, die schon erkrankt sind oder wo es ja auch wirklich darum geht, wie schlimm kann denn eine solche Erkrankung sich auswirken auf die Gesundheit, da fehlt es an therapeutischen Ideen. Aber die Wissenschaft weiß doch schon längst, wie man das Immunsystem auch gegen eine akute Virusgrippe, ob es jetzt eine Schweinegrippe, eine Vogelgrippe oder eben eine Corona-Grippe oder das normale Grippevirus ist, wir wissen doch schon längst, was zu tun ist. Es wird nur nicht umgesetzt.
In den normalen Praxen, im normalen Labor ist das nicht möglich, weil auch im kassenmedizinischen System zwischen 1,60 Euro und 7,50 Euro nur Budget ist für einen Kassenpatienten pro Quartal. Das ist extrem wenig. Und ich mache jetzt mal einen Bildschirmscreen auf für euch, dann schaut ihr bitte mal drauf. Ich habe extra nochmal zusammengefasst, was denn bei einem grippalen Infekt auch an molekularmedizinischen Dingen gemacht werden sollte, damit man hier wirklich sein Immunsystem fit bekommt. So, das müssten jetzt alle sehen. Also, ne, das ist ein Rezept, ein Privatrezept, ja, von mir ausgestellt. RP steht also für Repizio, also für Verordne bei grippalen Infekt und Schweine, Vogel, Corona und viele andere Meergrippen sind davon sozusagen sind da einbezogen. Natürlich brauchen wir Zink, aber im Idealfall als Zink-Citrat 30 Milligramm. Und jetzt schaut mal hier, dann erwarte ich also früh 60 Milligramm und abends 60 Milligramm. Das ist viel mehr, als was die meisten Empfehlungen oder was auf den Packungen auch draufsteht. Deshalb, dass wir 14 Tage mal bei einer Infektion, bei einem Krankheitsgefühl einnehmen. Dann retardiert es, also langsam freisetzendes Vitamin C. Und zwar 2 Gramm pro Kapsel. Und davon nehmen wir in Infektzeiten zwischen 6 bis 10 Gramm. Weil wir Menschen können ja kein Vitamin C mehr herstellen. Die anderen Spezies auf diesem Planeten können das noch, bis auf die Meerschweinchen und die Menschenaffen. Alle anderen eben nicht, also wir Menschen nicht. Und deshalb müssen wir das, was Mutter Natur noch vor ein paar hunderttausend Jahren mit uns sozusagen und uns gegönnt hatte, müssen wir eben selber imitieren, den Vitamin C-Spiegel hochfahren. Also wenn ich sonst 4 Gramm nehme pro Tag und jetzt merke ich, da hat mich einer angehustet und nicht in den Ellenbogen gehustet, dass ich dann eben auch mal 6 oder 8 oder 10 Gramm nehme. Ich würde jetzt nicht empfehlen, dass jemand, der noch nie Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel genommen hat, dass der gleich 10 Gramm nimmt. Wenn er es tut, okay, ist auch nicht gefährlich. Er hat dann eben halt ein bisschen Magenkrummeln, ein bisschen Durchfall vielleicht, ein bisschen Blähungen, aber das war es auch. Vitamin C ist nicht gefährlich, das wird, was zu viel ist, schlimmstenfalls ausgeschieden durch den Urin. Hat man eben teures Pipi. Vitamin D, D-Vidor, auch ein wichtiges, also lebenswichtiges Vitamin. Einmalig 100.000 Einheiten und dann 8.000 Einheiten pro Tag innerhalb auch dieser 14 Tage, innerhalb der Zeit, wo die Infektion Krankheitssymptome macht. Dann eine Empfehlung von mir, die Phytobiotika von der Firma Biogena in Österreich. 3 Tage 3x3, also früh, mittags und abends 3 Kapseln, dann 2 Tage 3x2 und danach nur noch früh und abends 2 Kapseln. Da sind in diesem Präparat aus 4 Kontinenten die Pflanzen eingebaut, die auch wirklich geeignet sind, bei grippalen Infekten schnell zu einer Heilung zu kommen. Dann bitte 4 Gramm Omega-3-Öl pro Tag. Minimum. Es geht gerne mehr. Also gutes Leinöl, Chiasamen, Biofleisch, Biofisch, das sind alles gute Quellen für Öl. Man kann es auch in Kapseln nehmen, also wenigstens 4 Gramm bitte Öl pro Tag. Das ist Omega-3, eine der besten anti-entzündlichen Stoffe, die wir haben. Also wenn es um Entzündung, um Reizung, um Nasennebenhöhlen und Rachen geht oder die Lunge eben, dann ist Omega-3 eine gute anti-entzündliche Substanz. Und natürlich müssen all diese zerstörten Viren auch ausgeleitet werden. Das heißt, das Blut muss wirklich gut zirkulieren können. Das Blut muss flüssig sein, deshalb viel trinken. Jeder kann sich mal seine normale Minimalmenge ausrechnen, 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Menge, die man braucht. Also ein 80 Kilogramm schwerer Mensch, das sind ja viele, die brauchen dann 3,2 Liter Minimum. Messt das mal wirklich, ob ihr auf diese Menge pro Tag kommt. Ihr werdet oft erstaunt sein, wenn ihr es wirklich messt mit einem Messbecher oder wenn ihr euch vorher mal anschaut, wie viele Milliliter passen denn in mein normales Trinkglas hinein. Ich glaube, viele werden erstaunt sein und sagen, ouch, hätte ich mir ja, habe ich mich sehr verschätzt. Das sind ja gar nicht so viele Liter pro Tag, die ich bisher gedacht hatte. Also 40 Milliliter trinken pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht, das ist das Maß der Dinge. Und ganz wichtig, weil es mir sehr am Herzen liegt, auch bitte Schonung, körperliche Schonung
Und zwar vom Beginn an des letzten Symptomtages. Also der letzte Tag, wo man sagt, also da war ich noch krank, am nächsten Tag auch, man aufsteht und sagt, jetzt geht es mir wieder richtig gut. Von da an, tragt es bitte im Kalender ein. Wer eine Apple Watch oder wer ein iPhone oder ein Smartphone oder einfach ein Android, die haben alle Kalenderfunktionen, wo ihr eintragt, plus 14 Tage, Achtung, keinen harten, schwitzenden Sport. Kein Marathon, kein Halbmarathon, kein hartes Workout wie CrossFit zum Beispiel oder andere Tabata oder Krafteinheiten. Schlicht und ergreifend, weil der Körper auch Ruhe braucht. Und wenn man einmal miterlebt hat, wie ein Sportfreund mit 32 Jahren aus der Triathlon-Gruppe einfach mal wegen einer Herzmuskelentzündung, wegen eben eines nicht auskurierten grippalen Infekts, einfach mal so über Nacht verstirbt, den hat das natürlich dann direkt betroffen. Und diese Betroffenheit möchte ich gerne weitergeben. Es sind immer nicht nur die anderen, die wegsterben. Es sind manchmal auch Menschen, die einem nahestehen, und es kann man auch selber treffen. Deshalb spielt da nicht mit dem Feuer. Wer krank ist, also wirklich erkrankt ist, der hat auch ein Recht auf Ausheilung. Und hier gilt, was den Sport betrifft, 14 Tage kein harter, schwitzender Sport, straffe Spaziergänge an der frischen Luft, ein bisschen Fahrradfahren an der frischen Luft, das ist alles in Ordnung. Auch ein leichtes Joggen im Grundlagenausdauerbereich ist auch okay, aber nicht mehr. Und wenn ich da manchmal in der Startlinie zu irgendeinem Marathon stehe und sehe, was da links und rechts von mir so rumhustet und schnieft, dann wird mir manchmal übel, denn die haben es nicht verstanden. Soweit meine Tipps direkt zur Empfehlung, wie man eine nicht nur Infektion, sondern vor allen Dingen Erkrankung wirklich behandelt. Und das ist eben bei diesem grippalen Infekt meine dringende Empfehlung. Ansonsten kann ich mich allen Empfehlungen, die da kursieren, zum Thema Vorbeugung, Prävention, kann ich mich gut anschließen. Hände waschen, Niesetikette und ein bisschen Entspannung hineinbringen in das Ganze. Das wünsche ich euch auch. Kommt gut durch diese Hysteriezeit und ihr werdet sehen, genauso wie die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und andere Grippen verschwunden sind, wird auch Corona aus den Medien verschwinden. Und es wird eines von vielen Viren sein, mit denen wir leben müssen und mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, wacht auf und kümmert euch um euer Immunsystem. Und ihr könnt euch nur kümmern, wenn ihr wisst, was ihr tut. Wer wissen will, muss messen. Deshalb diese Dinge von Zink bis Vitamin C, D und so weiter kann man ja messen im Körper, ob man das schon hat. Und wer nicht weiß, wo man das bekommen kann, entweder ihr fragt euren Hausarzt, da werdet ihr aber oft auf Granit beißen, weil das, wie gesagt, im kassenmedizinischen Bereich nicht möglich ist. Und auch ansonsten gibt es leider relativ wenig Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Da gibt es den Kollegen Strunz in Roth bei Nürnberg, dann gibt es den Kollegen Spitzbart. Und dann gibt es mich und wir kümmern uns um diese Problematiken, um molekulare Medizin, um die medizinisch-wissenschaftlichen Grundlagen von Gesundheit. Und wer diese medizinischen Grundlagen schon mal im Kasten hat, der braucht sich auch vor der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, nicht fürchten. In dem Sinne, bleibt gesund, alles Gute, mit artgerechten Grüßen. Tschüss und auf Wiederhören.